Zimmer. Hauptmann auf einem Stuhl. Woyzeck rasiert ihn. Hauptmann: Langsam, Woyzeck. Woyzeck, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindelig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Woyzeck, hä? Bedenke er. Er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre! Macht 360 Monate. Und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit anfangen? Teile sich ein. Woyzeck. Woyzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung. Woyzeck. Beschäftigung. Ewig. Das ist ewig. Das ist ewig. Das siehst du ein, ne? Nun ist es aber wieder nicht ewig. Und das ist ein Augenblick. Ja, ein Augenblick, Woyzeck. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was eine Zeitverschwendung. Wo soll das hinaus? Woyzeck, ich kann kein Mühlrad mehr sehen oder ich werde melancholisch. Woyzeck, jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann, Woyzeck, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Hä? Rede doch was, Woyzeck. Was ist heute für Wetter? Woyzeck, schlimm, Herr Hauptmann, schlimm. Wind, ja. Hauptmann, ich spür's schon. So was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Pfiffig. Na, ich glaub, wir haben sowas aus Süd-Nord. Hm? Woyzeck. Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann. Süd-Nord. Ah, er ist dumm, ganz abscheulich dumm. Gerührt. Woyzeck. Er ist ein guter Mensch. Aber mit Würde. Woyzeck. Er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er? Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche. Es ist nicht von mir. Woyzeck. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht darum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen. Hauptmann. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag, er, so meine ich ihn, ihn, ne? Woyzeck, wir armen Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal eines seinesgleichen auf die Moral in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unsereins ist doch einmal unselig in der und in der anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, dann müssten wir Donnern helfen. Hauptmann. Woyzeck. Er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut? Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat, und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen. Ach, verdammt, Woyzeck, hä? Da kommt mir die Liebe. Ich habe auch Fleisch und Blut. Aber, Woyzeck, die Tugend. Die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit herumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Gerührt. Ein guter Mensch. Ja, ein guter Mensch. Woyzeck. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend, ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie,
Wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnt vornehm reden, also ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Hauptmann. Gut, Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, aber du denkst so viel, ne? Das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt und renn nicht so, ja? Langsam, hübsch langsam die Straße hinunter. Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Woyzeck und Andres schneiden Stecken im Gebüsch. Woyzeck: Ja, Andres, der streift da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf, er meint, es wäre ein Igel. 3 Tag und 3 Nächte und der lag auf den Hobelspänen. Leise: Andres, das waren die Freimaurer. Ich hab's. Die Freimaurer. Andres singt: Saßen dort 2 Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras. Woyzeck: Still, es geht was. Andres: Fraßen ab das grüne, grüne Gras bis auf den Rasen. Woyzeck: Es geht hinter mir, unter mir. Stampft auf den Boden. Hol, hörst du? Alles hohl da unten, die Freimaurer. Andres: Ich fürcht mich. Woyzeck: Ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres: Andres, was? Woyzeck: Red was. Starrt in die Gegend. Andres: Wie hell. Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen. Wie es heraufzieht. Fort. Sieh nicht hinter dich. Reißt ihn ins Gebüsch. Andres nach einer Pause. Woyzeck: Hörst du es noch? Woyzeck: Still. Alles still. Als wäre die Welt tot. Andres: Hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Die Stadt. Marie mit ihrem Kind am Fenster. Margaret. Der Zapfenstreich geht vorbei. Der Tambourmajor voran. Marie. Das Kind wippend auf dem Arm. Hey, Bub. Sararara. Hörst du? Da kommen sie. Margaret: Was ein Mann wie ein Baum. Marie: Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. Tambourmajor grüßt. Margret: Hei, was freundliche Auge, Frau Nachbarin. So was ist man in ihr nicht gewöhnt. Marie singt: Soldaten, das sind schöne Bursch. Margret: Ihre Auge glänze ja noch. Marie: Und wenn? Trag sie ihre Auge zum Jud und lass sie uns putze. Vielleicht glänzte sie noch, dass man sie für 2 Knöpfe verkaufe könnt. Margret: Was sie, Frau Jungfer, ich bin eine honette Person, aber sie guckt 7 Paar lederne Hosen durch. Marie: Luther, schlägt das Fenster durch. Komm, mein Bub, was die Leut wollen. Bist doch nur ein arm Hurenkind und machst deiner Mutter Freud mit deinem unehrlichen Gesicht. Sassa, singt. Mädel, was fängst du jetzt an? Hast ein Kleinkind und kein Mann. Ei, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht, gib mir kein Mensch nix dazu. Hansel, spann deine 6 Schimmel aus, gib ihn zu Fresse aufs Neu. Kein Haber fresse sie, kein Wasser saufe sie. Lauter kühle Wein muss es sein, juchhe. Lauter kühle Wein muss es sein.
Es klopft am Fenster. Marie. Wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Wojciech. Kann nicht. Muss zum Verlies. Marie. Hast du Stecken geschnitten für den Hauptmann? Wojciech. Ja, Marie. Marie. Was hast du, Franz? Du siehst so verstört. Wojciech geheimnisvoll. Marie, es war wieder was. Viel steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land wie der Rauch vom Ofen. Marie, Mann. Wojciech, es ist hinter mir hergegangen bis vor die Stadt. Was soll das werden? Marie, Franz. Wojciech, ich muss fort. Heute Abend auf die Mess. Ich hab wieder was gespart. Er geht. Marie, der Mann, so vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen, er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist du so still, Bub, hä? Fürchtest dich? Es wird so dunkel, man meint, wenn wer blind. Sonst scheint als die Laterne herein. Ich halt's nicht aus, es schauert mich. Geht ab. Studierstube des Doktors. Wojciech, der Doktor. Doktor, was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort. Wojciech, was denn, Herr Doktor? Doktor, ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch 3 Groschen täglich. Wojciech, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Wojciech, aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. Doktor, die Natur kommt. Die Natur kommt. Die Natur, hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor visicae dem Willen unterworfen ist. Die Natur. Wojciech, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Ach, den Hahn nicht halten können. Schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken und geht auf und ab. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojciech? Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft, ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wojciech, muss er nicht wieder pissen? Geh einmal hinein und probiere es. Wojciech, ich kann nicht, Doktor. Doktor mit Affekt. Ha, aber an die Wand pissen, hä? Ich hab's schriftlich. Den Akkord in der Hand. Ich hab's gesehen, mit diesen Augen. Gesehen. Ich streck grad die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Tritt auf ihn los. Nein, Wojciech, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60 und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern? Einen Menschen, wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber Wojciech, er hätte doch nicht an die Wand pissen sollen. Wojciech, sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, er kracht mit den Fingern, das ist so, wie soll ich doch sagen, zum Beispiel, Doktor, Wojciech, er philosophiert wieder. Wojciech vertraulich, Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne in Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Doktor Wojciech. Er hat eine Aberratio. Wojciech legt den Finger an die Nase. Die Schwemme. Herr Doktor, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Also wer das lesen könnte? Doktor, Wojciech,
Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis. Die zweite Spezies sehr schön ausgeprägt. Wojcik, er kriegt Zulage. Zweite Spezies, fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst. Rasiert seinen Hauptmann. Wojcik, jawohl. Doktor, isst seine Erbsen. Wojcik, immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Doktor, tut seinen Dienst. Wojcik, jawohl. Doktor, er ist ein interessanter Kasus. Wojcik, er kriegt Zulage. Halt er sich brav. Zeig er seinen Puls. Hä? Ja. Buden, Lichter, Volk. Marktschreier vor einer Bude mit seiner Frau in Hosen und einem kostümierten Affen. Meine Herren, sehen Sie die Kreatur, wie sie Gott gemacht hat. Nix, gar nix. Sehen Sie jetzt die Kunst, geht aufrecht, hat Rock und Hosen, hat einen Säbel. Ho, mach Kompliment, hä? So. Bist Baron, gib Kuss, er trompetet. Wicht ist musikalisch. Meine Herren, hier ist zu sehen das astronomische Pferd und die kleine Kanaillevögele. Ist Favorit von alle gekrönte Häupter, die Repräsentation Anfang. Man macht Anfang von Anfang. Es wird sogleich sein das Commencement von Commencement. Wojcik, willst du? Marie, meinetwegen, es muss schön Dings sein. Was der Mensch Quasten hat und die Frau hat Hosen. Beide gehen in die Bude. Tambourmajor. Halt jetzt. Siehst du sie, hä? Was für ein Weibsbild. Und der Offizier. Teufel. Ha, zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern. Tambourmajor. Und zur Zucht von Tambourmajors. Und der Offizier. Wie sie den Kopf trägt, man meint, das schwarze Haar müsste sie abwärts ziehen wie ein Gewicht. Und Augen! Tambourmajor, als ob man in einen Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunterguckt. Fort, hinterdrein, ne? Das Innere der Bude. Ausrufer, ein Pferd vorführend. Zeig dein Talent! Zeig deine viehische Vernünftigkeit. Beschäme die menschliche Spezietät. Meine Herren, dies Tier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib auf seine vier Hufe, ist Mitglied von alle gelehrte Sozietät. Ist Professor an unserer Universität, wo die Studenten bei ihm reiten und schlagen lernen. Das war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der doppelten Raison. Was machst du, wenn du mit der doppelten Raison denkst? Ist unter der gleichen Sozietät ein Esel? Der Gaul schüttelt den Kopf. Sehen Sie, jetzt die doppelte Raison. Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein fiedummes Individuum. Das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch. Und doch ein Vieh, ein Bad. Das Pferd führt sich ungebührlich auf. So, beschäme die Société. Sehen Sie, das Vieh ist noch Natur, unideale Natur. Lernen Sie bei ihm, fragen Sie den Arzt, es ist sonst höchst schädlich. Das hat geheißen, Mensch sei natürlich, du bist geschaffen, Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Sehen Sie was Vernunft. Es kann rechnen und kann doch nicht an den Fingern herzählen. Warum? Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren. Ist ein verwandelter Mensch. Sagt dem Herrn, wie viel Uhr es ist. Wer von den Herren Damen hat eine Uhr? Eine Uhr? Unteroffizier. Eine Uhr? Zieht großartig und gemessen eine Uhr aus der Tasche. Da, mein Herr. Marie, das muss ich sehen. Sie klettert auf den ersten Platz. Unteroffizier hilft ihr. Tambourmajor, das ist ein Weibsbild. Mariens Kammer. Marie Tambourmajor. Tambourmajor,
Marie. Marie ihn ansehend mit Ausdruck, geh mal vor dich hin. Über die Brust wie ein Rind und dein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor alle Weibern. Tambourmajor, wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch hab und die weiße Handschuh, Donnerwetter. Der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl. Ha! Marie spöttisch. Ach was. Tritt vor ihn hin. Mann. Tambourmajor. Und du bist auch ein Weibsbild. Sapperment, wir wollen eine Zucht von Tambourmajors anlegen, hä? Er umfasst sie. Marie verstimmt. Lass mich. Tambourmajor. Wildtier. Marie heftig. Rühr mich an. Tambourmajor. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Marie, meinetwegen, das ist jetzt alles eins. Der Hof des Doktors. Studenten unten, der Doktor am Dachfenster. Doktor, meine Herren, ich bin auf dem Dach wie David, als er die Bathseba sah. Aber ich sehe nicht, dass sie Cul de Paris der Mädchenpension im Garten trocknen. Meine Herren, wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Wenn wir nur eins von den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbstaffirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkt manifestiert und ihre Verhältnisse zum Raum, zur Erde, zum Planetarischen untersuchen, meine Herren, wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe. Wie wird diese Wesenheit sich zum Zentrum Gravitationis gemäß ihrem eigenen Instinkt verhalten? Hey, Wojcik! Wojcik! Wojcik fängt die Katze auf. Ach, Herr Doktor, die beißt! Doktor. Kerl, greift die Bestie so zärtlich an, als wär's seine Großmutter. Er kommt herunter. Wojcik. Herr Doktor, ich hab's zittern. Doktor, ganz erfreut. Ei, ei. Schön. Wojcik. Er reibt sich die Hände, er nimmt die Katze. Was sehe ich, meine Herren? Die neue Spezies Hasenlaus. Eine schöne Spezies. Er zieht einen Lupe heraus, die Katze läuft fort. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Sie können dafür was anders sehen. Sehen Sie, der Mensch. Seit einem Vierteljahr isst er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal. Was ein ungleicher Puls. Der und die Augen. Wojcik, Herr Doktor, es wird mir dunkel. Er setzt sich. Doktor, Courage. Wojcik. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie. Sie betasten ihm Schläfe, Puls und Busen. Apropos Wojcik, bewegt den Herren doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Hallo, frisch. Wojcik, ach, Herr Doktor. Doktor, Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du es machen wie die Katze? So, meine Herren, das sind die Übergänge zum Esel. Häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Wie viel Haare hat dir die Mutter zum Andenken schon ausgerissen aus Zärtlichkeit? Sie sind dir ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen, meine Herren. Marie sitzt ihr Kind auf dem Schoß, ein Stückchen Spiegel in der Hand, bespiegelt sich. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlaf, Bub. Drück die Augen zu. Fest, hm? Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen. Noch fester. Bleib so. Still oder erhol dich? Singt. Mädel, mach's Ladel zu, es kommt der Zigeunerbur für dich an deiner Hand vor den Zigeunerland. Spiegelt sich wieder. Ist gewiss Gold. Unser eins hat nur ein Eckchen der Welt und ein Stückchen Spiegel und
Doch hab ich so einen roten Mund als die großen Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihre schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Ich bin nur ein armes Weibsbild. Das Kind richtet sich auf. Still, Bub, die Augen zu. Das Schlafengelchen, wie es an der Wand läuft. Sie blinkt mit dem Glas. Die Augen zu, oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst. Wojciech tritt herein hinter sie. Sie fährt auf mit den Händen nach den Ohren. Wojciech, was hast du? Marie, nix. Wojciech, unter deinen Fingern, da glänzt's ja. Marie, ein Ohrringlein. Hab's gefunden. Wojciech, ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal. Marie, bin ich ein Mensch? Wojciech, gut, Marie. Was der Bub schläft, greif ihm unters Ärmchen. Der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leut. Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung und was von meinem Hauptmann. Marie. Gott vergelt's, Franz. Wojciech, ich muss fort. Heute Abend, Marie. Adios. Marie allein nach einer Pause. Ich bin doch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt, geht doch alles zum Teufel. Mann und Weib. Ach. Wirtshaus. Tambourmajor Wojciech, Leute. Tambourmajor. Ich bin ein Mann, schlägt sich auf die Brust. Ein Mann, sag ich, Wer will was? Wer kein besoffener Herrgott ist, der lass ich von mir. Ich will ihm die Nase ins Arschloch prügeln. Ich will... Zu Wojciech. Du Kerl, sauf. Ich wollt die Wildwehr-Schnaps. Schnaps, der Mann muss saufen. Wojciech pfeift. Tambourmajor. Kerl, soll ich dir die Zunge aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickeln? Sie ringen, Wojciech verliert. Soll ich dir noch so viel Atem lassen als ein Altweiberfurz? Soll ich? Wojciech setzt sich erschöpft zitternd auf eine Bank. Tambourmajor. Der Kerl soll dunkelblau pfeifen. Brandewein, das ist mein Leben. Brandewein gibt Courage. Eine, der hat sein Fett. Andere, er blut. Wojciech, eins nach dem anderen. Straße, Hauptmann Doktor. Hauptmann keucht die Straße herunter, hält an, keucht, sieht sich um. Hauptmann, Herr Doktor, jetzt rennen Sie nicht so. Rudern Sie mit Ihrem Stock nicht so in der Luft. Sie hetzen sich ja hinter dem Tod rein. Ein guter Mensch, der sein gut Gewissen hat, geht nicht so schnell. Ein guter Mensch. Herr Doktor, erlauben Sie mir, dass ich ein Menschenleben rette. Er erwischt den Doktor am Rock. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ich hab so was Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Doktor. Aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebi kriegen. Sie können sie aber vielleicht auch nur auf der einen Seite bekommen und dann auf der einen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden, nur fortvegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente. Hauptmann,
Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute im Schreck gestorben, am bloßen hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber Sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Teufel, Sargnagel. Doktor. Was ist das, Herr Hauptmann? Das ist Hohlkopf. Hauptmann macht eine Falte. Was ist das, Herr Doktor? Das ist Einfalt. Aber nicht so ungut. Ich bin ein guter Mensch, aber ich kann auch, wenn ich will, Herr Doktor. Wenn ich will. Wojcik kommt und will vorbeieilen. Hey, Wojcik, was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wojcik. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich noch an ihm. Er läuft, als hätte er ein Regiment Kastrierte zu rasieren und würde gehängt über dem letzten Haar noch vorm Verschwinden. Aber über die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Wojcik, die langen Bärte? Doktor, ein langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon. Man müsste es den Soldaten abgewöhnen. Hauptmann fährt fort. Ha, über die langen Bärte. Wie ist Wojcik? Hat er nicht noch ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Hä? Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen. Vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines Tambourmajors. Hä, Wojcik. Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Wojcik. Jawohl. Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Hauptmann, was der Kerl ein Gesicht macht. Vielleicht nun auch nicht in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden, ne? Ein paar Lippen, Wojcik. Ich habe auch das Lieben gefühlt, Wojcik. Kerl, er ist ja kreideweiß. Wojcik, Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel und hab sonst nichts auf der Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Hauptmann, Spaß? Ich? Das ist nicht Spaß, Kerl. Doktor, den Puls, Wojcik, den Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. Wojcik, Herr Hauptmann, die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt. Eiskalt, die Hölle ist kalt. Wollen wir wetten? Unmöglich. Mensch, 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 unmöglich. Hauptmann. Kerl, will er ein paar Kugeln vom Kopf haben? Er sticht mich mit seinen Augen und ich meine es gut mit ihm, weil er ein guter Mensch ist. Wojcik, ein guter Mensch. Doktor. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend. Haltung aufgeregt, gespannt. Wojcik, ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehen Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kolben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen, nur wegen des Gedankenstrichels zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Herr Hauptmann, ja und nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will drüber nachdenken. Geht mit breiten Schritten ab, erst langsam, dann immer schneller. Doktor schießt ihm nach. Phänomen! Wojcik! Zulage! Hauptmann, mir wird ganz schwindelig vor den Menschen. Wie schnell. Der lange Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Immer hinterdrein. Das hab ich nicht gerne. Ein guter Mensch ist achtsam und hat sein Leben lieb. Ein guter Mensch hat keine Courage nicht. Ein Hundsfott hat Courage. Ich bin bloß in den Krieg gegangen,
um mich in meiner Liebe zum Leben zu befestigen, eh? Courage für den Arsch! Geht ab!